Am Sonntag, den 9.12.2018, wurde am Vormittag auf der Autobahn A38 in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Merseburg Nord und Merseburg Süd auf dem Rastplatz Geiseltalsee eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Polizei mittels ESO-Messgerät aufgebaut. Daraufhin haben wir den Streckenabschnitt gefilmt und wie zu sehen ist, lag hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung vor. Es sind keine begrenzenden Schilder zu sehen, beziehungsweise waren die vorhandenen Verkehrsschilder zugeklappt. Daher fragen wir uns, warum dies nicht vor Inbetriebnahme der Messstelle kontrolliert worden ist. Wir haben die Messbeamten vor Ort darauf angesprochen, um herauszufinden, was gemessen wurde. Wir bekamen lediglich als Antwort, dass hier eine Geschwindigkeitskontrolle stattfinde und das Tempolimit 120 km/h betrage und dass dies mit zwei Verkehrsschildern vor der Messstelle angegeben wurde. Ein Fan unserer Seite wurde am besagten Tag mit ca. 220 km/h gemessen. Das bedeutet, dass er ca. 90 km/h über dem angeblichen Limit außerorts war und ihm somit ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600 €, 2 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot drohen würden, obwohl an diesem Tag keine Geschwindigkeitsbegrenzung vorlag. Daher raten wir allen Autofahrern, die an diesem Tag ebenfalls auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Merseburg Nord und Merseburg Süd geblitzt wurden, ihren Bußgeldbescheid, sofern er zugestellt wird, von einem Anwalt prüfen zu lassen. Autobahnabfahrt Merseburg Nord. Sonntag, 9. Dezember, 10.10 Uhr. Verkehrsschilder nicht beschränkt. Somit gilt Geschwindigkeit der Autobahn Richtgeschwindigkeit 130, aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Geiseltal am Ende des Parkplatzes, das werde ich jetzt dokumentieren, wird eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt mittels eines Blitzgerätes, welches hier unberechtigt steht und unberechtigt Fotos macht.